Weltweit streuen und breit investieren, das ist die Anlegerregel Nummer 1. Und dazu gehört eben auch, dass man sich Gedanken über Investitionen außerhalb der Industriestaaten macht, wie zum Beispiel Südostasien. Fragen dazu jetzt an Norman Lesser von Invesco Asset Management. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Hallo Herr Franek, schönen Gruß zurück. Ja, wie lässt sich denn das anhaltend starke Interesse der Investoren Richtung Osten und hier speziell Richtung Asien erklären, Herr Lesser? Ja, hier muss man natürlich zeitlich im Moment ein bisschen differenzieren, denn vor Corona und auch jetzt sind es natürlich die ganz klassischen dynamischen Entwicklungen in diesen Volkswirtschaften und das in Kombination mit der schieren Zahl der Menschen dort. Bei funktionierenden Geschäftsmodellen vervielfachen die natürlich die Gewinne. Und mit dem allmählichen Begreifen der Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaftsleistung weltweit kam auch die stärkere Fokussierung, auch eine Neubewertung von diesen Regionen. Und hierbei schneiden fast bei allen Prognosen die asiatischen Länder, insbesondere China, am besten ab. Und das prognostizierte negative Konjunkturwachstum, das gruppiert sich um alle Industrieländer im höheren einstelligen, teilweise sogar zweistelligen Minusbereich. Während also die Volkswirtschaften aller wichtigen Industrieländer 2020 deutlich zurückgehen, gibt es Volkswirtschaften, die nach wie vor Wachstum verzeichnen und allen voran China mit 1,9%. Und damit hat China die gesamte Eurozone im Jahr 2019 noch vor Corona übertroffen. Und es wird durch Corona natürlich temporär bestärkt, aber ganz ehrlich, der Abstand der Bruttoinlandsprodukte zwischen den Industrieländern im Westen und den Ländern ganz allgemein im Osten der Welt wird immer kleiner. Sondern das Wachstumspotenzial ist gigantisch. Und China erfährt eine besondere Aufmerksamkeit. Und das Vertrauen in diese Entwicklung bei den Investoren ist sehr groß. Und last but not least ist die Bewertung der Märkte relativ betrachtet deutlich interessanter als zum Beispiel einer der Hauptmärkte in den USA. Und mit Blick auf den Zinsbereich gibt es hier noch Renditen, welche sonst nirgends mehr zu finden sind. Alles in allem sehr interessante Möglichkeiten, die sicherlich das gestiegene Interesse erklären. Welche Rolle spielt bei der aktuellen Betrachtung die neue Seidenstraße, One Belt, One Road? Ich habe mich nochmal vergewissert, wir haben uns schon mehrfach darüber unterhalten. Spielt das immer noch die starke Rolle, auch Ende 2020, so wie vor Corona? Ja, also meiner Sicht absolut. Denn als der tatsächlich größte Wirtschaftsplan aller Zeiten und das größte Investitionsprojekt weltweit hat die Initiative, so wie Sie sagen, natürlich einiges an Aufmerksamkeit gebracht, wie ich finde, ziemlich zu Recht. Und dieses wahnsinnig hohe Investitionsvolumen, was China nach wie vor investiert und zwischenzeitlich weitere 138 Länder eingestiegen sind, hat einen erheblichen Anteil an den Entwicklungen, insbesondere in den Peripheriestaaten dieser Seidenstraße. Und damit rücken Länder in den Fokus, welche isoliert betrachtet schwierig wären, um daraus reine Investitionsstrategien abzuleiten. Aber als generelles Belt and Road Initiative oder Belt and Road Projekt als Themeninvestition wirklich nach wie vor hochspannender, aus meiner Sicht mehr denn je. Denn dieser warme Kapitalregen, Herr Franek, der aus aller Welt einprasselt auf dieses Segment oder auf diese Region, wird unweigerlich Konsequenzen in Sachen Entwicklung und Wachstum haben und Asien zusätzlichen Rückenwind geben. Und weil das so spannend ist und es hier hervorragende Investitionschancen gibt, hat Invesco sich diesem Thema mit einem Rentenfonds genähert, welcher jetzt gerade nach mal 2 Jahren die Milliarde an Investitionsgeldern bereit überschritten hat und eine sehr ordentliche Performance geliefert hat. Die Entwicklung hat erst bekommen und zeigt, dass es eben nach wie vor das Thema Seidenstraßenprojekt absolut aktuell ist. Welche Rolle spielt bei der Gesamtbetrachtung das Stadt-Land-Gefälle? Ist ja eine Entwicklung, die wir über Jahre und Jahrzehnte schon sehen, vor allen Dingen auch in Asien, zunehmend auch in Deutschland. Welche Rolle also bei der Gesamtbetrachtung dieses Themas, Herr Lesser? Ja, zumindest in Sachen der Investitionsüberlegung ist eine richtige Einschätzung darüber mal die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Titelauswahl. Denn grundsätzlich ist ein wesentliches Ziel auch der Belt and Road Initiative, den bisher wirtschaftlich stark zurückhängenden mittleren und westlichen Teil von China, das ist eben so diese ländliche Geschichte, mehr am wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben zu lassen. Denn der findet überwiegend in den östlichen Küstenregionen statt, wo immer noch, und jetzt wirklich die Zahlen sind gigantisch, immer noch 400 Millionen Asiaten ohne Strom, 300 Millionen ohne sauberes Wasser und 1,5 Milliarden Menschen ohne Toiletten sind. Und wer die Lücken füllt, der gewinnt zum einen die Zustimmung der Asiaten und profitiert natürlich ertragstechnisch unwahrscheinlich davon. Und das Gleiche gilt für Bahnanbindungen, denn die Arbeitsmöglichkeiten an abgelegenen Orten oder in Zentren werden dadurch ermöglicht und davon können ausgewählte Unternehmen ebenfalls profitieren. Aber eins möchte ich nochmal sagen.
Es ist darüber hinaus extrem wichtig, oder man sollte sich davor hüten zu glauben, die Musik spiele nur in den Städten. Denn wenn man Indien mal als Beispiel nimmt, bleibt festzuhalten, dass fast 70% der gesamten indischen Erwerbsbevölkerung auf dem Land lebt. Und dass ein starkes Wachstum dieser Gesamtausgaben in den nächsten 5 Jahren in den ländlichen Bereichen prognostiziert wird. Und natürlich konzentrieren sich sehr viele Investoren auf die Ballungsgebiete und was dort passiert. Und gerade zum Beginn der Entwicklung gab es dort niedrig hängende Früchte. Aber jetzt sind wir in der Entwicklung wesentlich weiter. So ein vor Ort sitzender einheimischer Manager weiß zum Beispiel, dass der Beitrag der kleinen Städte zum Konsumwachstum, 70% beträgt und betragen wird in Zukunft. Und hat damit natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Und das sollten Fondsmanager wissen. So ist das bei unserem Invesco Asia Consumer Demand ein ganz wichtiges Thema bei der Auswahl der Titel. Darüber hinaus spielen natürlich weiterhin die Schlagworte Digitalisierung und Technologie eine ganz, ganz große Rolle, selbst wenn sie langsam schon einen Bart haben, weil wir uns über Jahre schon darüber unterhalten, Herr Lesser. Aber worauf sollten Anleger hier konkret achten? Jetzt zum einen sollten sich die Anleger im Klaren darüber sein, dass die aktuelle Veränderung keine konjunkturelle ist, sondern eine strukturelle. Und dies hat wirklich einen ganz massiven Einfluss bei der Unternehmensauswahl. Um dies zu verdeutlichen, nutze ich sehr gerne einen klassischen Vergleich, nämlich die Top-US-Unternehmen im Jahr 2005 verglichen mit den heutigen Top-US-Unternehmen. Und davon haben es nur 2 geschafft zu überleben. Das heißt, nur 2 nicht zu überleben. 2 haben es geschafft, weiterhin in der Top 10 der wertvollsten US-Unternehmen zu sein. Und was ich da das Spannendere fast noch finde, Herr Warnig, ist, die jetzt an der Top 10 der wertvollsten Unternehmen stehen, waren zum damaligen Zeitpunkt Newcomer oder Startups, die teilweise mit ihren verrückten Ideen belächelt wurden. Und das zeigt, wie leicht rückwirkend natürlich die Betrachtung ist und sagen wir ja klar, aber wie herausfordernd dies dann doch zum jeweiligen Zeitpunkt ist. Und wie unser Manager unseres globalen Aktienfonds vom Global Focus Equity zu sagen pflegt, du darfst nicht in Etiketten oder Schablonen denken und musst mitunter was anderes machen als der Markt und sagt, du musst natürlich richtig liegen. Und vielleicht noch 2 Kleinigkeiten dazu. Es ist sicherlich wichtig, sich nicht von der Bewertung verunsichern zu lassen. Das ist so ein Hauptfaktor, worüber diskutiert wird, sondern dass man wirklich nach den Gewinnern vom Morgen Ausschau hält. Und wenn man sich das mal anguckt, dann hat Growth Value in den letzten 15 Jahren faktorseitig bei geringeren Schwankungen ständig outperformed. Und deswegen wird im Moment auch immer wieder darüber diskutiert, ob nicht vielleicht Growth das neue Value ist. Und das sind so Dinge, die sollte man so ein kleines bisschen im Kopf haben, inklusive natürlich der Trends. Und da gibt es noch, Herr Frane, ganz viele Trends, die unterschätzt werden, wie Cloud Computing oder die Cybersecurity oder eben auch, dass wir von Lizenzkäufen immer mehr zu Abonnements kommen. Das sind so Dinge, die hat man nicht so stark im Fokus wie die Klassiker. All diese Themen und Regionen, die Sie uns hier geschildert haben bisher in diesem Interview, werden mittlerweile immer öfter und immer effizienter von ETFs abgebildet, Herr Lesser. Sind daher aktiv gemanagte Aktienfonds, die global investieren, eher die Helden der Vergangenheit? Also grundsätzlich glaube ich, dass beide Anlageformen ihre Berechtigung haben. Welche das am Ende exakt sind, wird sich noch in dem einen oder anderen Praxistest beweisen müssen. Zur Abgrenzung lässt sich aber sagen, dass ETFs natürlich durch die Indexnachbilden auch Schwachstellen und Unwuchten des jeweiligen Index möglicherweise abbilden. Und so wird momentan in manchen Indizes eine deutliche Übergewichtung, ich nenne sie mal in den üblichen Verdächtigen, dargestellt. So, und in weltweiten Indizes auch regionale Dominanzen, die, wie wir vorher besprochen haben, vielleicht gar nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprechen. Und vor diesem Hintergrund sollte man ein kleines bisschen aufpassen. Und wer das vermeiden will, solche Unwuchten drin zu haben, der benötigt ganz klar nach wie vor einen aktiven Manager, welche ihren Einschätzungen entsprechend reagieren und sich dann auch positionieren. Und vielleicht noch ein Risiko, was auch bei ETFs natürlich passieren kann, ist, dass negative Trends eines Index durch die Anpassungserfordernisse, die den ETFs unterliegen, auch verstärkt werden können. Und hier kann ein aktiver Manager stark gegensteuern. Vielleicht zu der schönen Formulierung Helden der Vergangenheit. Ich kann sagen, zu meinen aktiven Zeiten als Kundenberater war das die Wahl der Mittel für entsprechende Basis- oder Kerninvestments in den Kundenportfolios. Natürlich sind in den letzten Jahren ganz viele neue Investmentvehicles entstanden und dadurch sind diese globalen Aktienfonds von der Beachtung vom Mittelfeld an die Seitenlinie gerutscht, weil es vermeintlich noch bequemere Anlagelösungen wie Multi-Assets gibt. Aber auch hier gab es eine Konsolidierung. Insofern bleibe ich dabei. Es gibt kein gut oder schlecht, sondern eher passend oder unpassend. Aber letzten paar Sätze. Es zeigt sich, dass ein guter globaler Aktienfonds durchaus ein exzellenter Baustein im Portfolio sein kann und in Sachen Erklärungsbedürftigkeit und Komplexität die ein oder andere Anlage ganz klar übertrifft. Und
Wir sind übrigens, Herr Franek, vielleicht eins noch, in ineffizienten Märkten und gerade in ineffizienten Märkten zeigt sich die Stärke von aktivem Management. Und dieses Jahr konnten viele aktive Manager tatsächlich, denn wir haben ja ein klassisches Krisenjahr, den breiten Marktindex oder die breiten Marktindizes ganz klar outperformen. Zum Beispiel der Invesco Global Focus Equity hat dieses Jahr fast 60% oder seit Ende letzten Jahres 60% gemacht, 40% besser als die Benchmark. Und das ist der Performance-Unterschied zwischen einem möglichen ETF und einem aktiven Fonds. Also weltweit investieren, breit streuen, vor allen Dingen in Asien nicht vergessen. Erläutert von Norman Lesser von Invesco Asset Management. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.